Genau. Greenwash dich doch selber. Das ist ein Kandidat von dir, Patrick. Und das passt, weil das bindet nämlich hintenrum das Thema ab, was wir gerade hatten. Denn, kurzer Weg zurück, 2021 gab es tatsächlich E-Fuels for Future. Da hat sich nämlich Big Oil tatsächlich inszeniert als E-Fuels for Future und hat dann dafür extra Leute bezahlt, die sich dann als Kinder verkleidet haben, um damit dann Demos zu machen mit eigengemalten Schildern und so weiter. Sah dann so aus. Extra Fotoshootings und so. Lobbycontroller hat das alles nachgezeichnet. Also all der ganze Mist, den wir hier erzählen, den denken wir uns ja nicht aus, sondern das ist, weil wir damit zu tun haben, weil wir uns mit dem ganzen Thema beschäftigen und weil wir den ganzen Blätterwald halt irgendwie damit ständig irgendwie auseinandergesetzt sind und so weiter. Das heißt, das Ganze ist ja nicht wirklich neu. Das gibt es ja schon länger. Nur das zeigt nochmal in diesem ganzen Spin-Ding, wie man versucht, hintenrum. Astroturfing nennt sich das dann, also zu tun, als wäre es eine von unten gewachsene Bewegung von natürlich ja klimainteressierten Menschen, die dann sagen, E-Fuels sind die Antwort. Und das kommt dann von Big Oil, die das Ganze bezahlen. Und damit wird dann klar, wie das Ganze dann irgendwie so zusammenhängt. Das ist vollkommen klar, was man hier versucht zu erreichen. Und wer sich gerade eben hat, und hier, da ist der Hauptvertreter, der das ja quasi, hier möchten Sie ein bisschen E-Fuels kaufen, so. Dornige Krawatte. Die Krawatte ist Killer, oder? Ich finde auch den Janker sehr gut. Ne? Das ist einfach so, und der kommt auch irgendwie aus der Bonner Ecke und so. Das ist einfach alles crazy bei dem. Auf jeden Fall hier, wir haben ja mal ein sehr viral gegangenen Beitrag gemacht. In der Episode 6 haben wir so ganz verschiedene Begriffe erklärt und darunter auch E-Fuels. Und E-Fuels, das haben wir dann mal bei Twitter reingesnippetet und wurde irgendwie 14.000 Mal angesehen und so weiter. Also das war irgendwie ziemlich on point, was Patrick da zusammengepackt hat. Und dann hat uns hier ein Freund aus unserer Community hat uns quasi dann dieses schöne Sharepack gebaut. Da steht im Prinzip nochmal all das Ganze drauf, ne? Weil man eben so wenig auf der Kralle hat. Gerade weil das Ganze nicht so fliegt, wie man das möchte, braucht man halt diese schäbigen Argumente und diese komischen Aktionen, um das mit aller Gewalt in die Welt zu bringen, das Ganze. Und wie gesagt, synthetische Kraftstoffe, total super in bestimmten Anwendungsbereichen. In globalen Anwendungsbereichen geht das nicht, außer wir bauen neue Strukturen auf, also investieren da rein, oder fangen an, diese ganzen petrochemischen Anlagen, die bisher komplett umzubauen und so weiter. Plus, das hat ja die FDP letztes Jahr ja auch reingekriegt, 22.12. Antwort auf eine Anfrage der CDU im Bundestag, wurde dann darauf geantwortet, ja, 1,9 Milliarden Euro also wird das von der FDP geführte Verkehrsministerium bereitstellen für Finanzierung von E-Fuel-Anlagen. Das ist das, was sie jetzt machen können, ohne dass jetzt irgendwie haushaltsmäßig dann auch so. Also das heißt, dieses Ganze, man möchte das mit aller Gewalt anschieben, wenn jetzt das wirklich kippt, wenn die öffentliche Meinung kippt, wenn alle sagen, ja, E-Fuels sollte man machen, wenn jetzt irgendwie noch weiter irgendwie Leute auf die Seite fallen, dann wird man irgendwann Nachtragshaushalt geben, dann wird man sagen, man muss das jetzt anfinanzieren, man muss jetzt noch mehr hinterhergeben, das hat Christian Lindner auch schon diskursiv vorbereitet und so weiter, dann wird da richtig Geld reingesteckt und das fließt dann direkt in die Übergewinnunternehmen, die jetzt gerade ja an uns sehr, sehr viel Geld verdienen, dann kriegen das quasi Windfall-mäßig, um damit dann E-Fuels herzustellen, um damit ihr Geschäftsmodell in der Zukunft fortzuführen. Das Plus ist. Fun Fact, diese fast 2 Milliarden Förderung für E-Foods, die ja auch für dieses ominöse Chile-Werk von Porsche, Siemens und so weiter, hat sozusagen im Zuge dieser Recherchen von Golem tatsächlich auch rausgefunden, dass auch der Bau dieser Anlage, die ja verspricht im Jahr X so und so viele Millionen Liter, dass da Baustopp ist schon länger. Also das Ding ist sozusagen wie so ein Potemkisches Dorf, was man sozusagen im Bundestagswahlkampf hervorgezogen hat als Leuchtturmprojekt, jetzt wieder in die Debatte und jetzt stellt man irgendwie fest, jo, aber gebaut wird da aber wirklich nicht oder ausgebaut wird da wirklich nicht viel. Und das ist halt jetzt einfach leicht verdiente 2 Milliarden für diejenigen, die da dieses Pilotprojekt gemacht haben. Die machen da erstmal einen schönen kleinen Schnitt, würde ich sagen. Genau. Dass wir Gut. sprechen ja über. Ich muss gerade dazu sagen, weil ich gerade am Handy war und geschmunzelt habe, ich habe mir diese AstroTurf-Aktion am Reichstag angeschaut. Boah.
Ja, das ist genau. Es ist halt, wird wirklich 20 Sekunden lang lustig und dann ist es eigentlich bitter und gruselig. Ja. Also worüber wir reden ja tatsächlich ist dieses, was wir mit Fahrtabhängigkeiten haben, weil die ganzen Alternativen, die sind bekannt, die sind auch klar. Da gibt es auch mehrere Punkte, wo wir drauf zulaufen, was man machen müsste. Alles, was hier drin steckt, sind Fahrtabhängigkeiten, die alte Welt prolongieren. So, und die auch sehr, sehr teuer und sehr, sehr ineffizient sind, gleichzeitig aber Machtverhältnisse und Renditeströme unangetastet lassen. Das andere heißt sehr häufig dezentral, heißt sehr häufig neue Marktakteure, heißt sehr häufig die alten Machtstrukturen, die alten Erlösstrukturen funktionieren dann nicht mehr so richtig, zumindest nicht mehr überall. Das heißt, du könntest ja zum Beispiel Chemie, Flugzeug, Auto und so weiter, Schiffverkehr, könntest du die nächsten Jahre auch lange, lange, lange nicht mit E-Fuels betreiben. Das heißt, du müsstest sie dann mit E-Fuels betreiben und dem alten ganzen fossilen Scheiß. Oder du entscheidest dich, neuralgischer Punkt, Bifurkation, ne? Du entscheidest dich jetzt doch für eine Änderung und dann musst du neue Fahrtabhängigkeiten schaffen, hin zu zum Beispiel E-Mobilität, hin zu Wasserstoff, hin zu, ne, und so weiter. Also versteht schon, ne? Das ist also ein vollkommen anderer Punkt. Deswegen ist diese Sache jetzt hier, die ist halt irgendwie süß und niedlich und sieht auch so ein bisschen fetischmäßig aus und so weiter, ist aber wichtig, weil es ein Baustein ist über eine Fahrtentscheidung in die eine oder die andere Richtung. Und deswegen erleben wir gerade tatsächlich eine ganze Menge mit, was hier ganz wichtig und auch wirklich neuralgische Punkte sind. Ja, so, beim nächsten Mal, das war es nämlich für heute auch schon fast, beim nächsten Mal haben wir Dr. Stefan Holzheu, der ist Umweltwissenschaftler am Bayreuther Zentrum für Ökologie und Umweltforschung, auch Kämpfer bei Scientists for Future, also er teilt auch eine ganze Menge und er ist so, also wenn alle in dem ganzen Diskurs immer mit einem Messer kommen und so weiter, er hat den Sechsschüsser dabei, mit all den Fakten, die es gibt, ne? Ohne Scheiß. Also es ist ein Traum, den zu lesen in Social Media und so weiter, weil der hat einfach die Sachen, der hat sein Shit together, ne? Du kannst jetzt heute E-Fuels sagen, so, bam, jetzt kriegst du mal einen Text, 25 Tweets so und dann ist auch immer ziemlich on point und so. Also es ist wirklich großartig, dem zuzuhören. Er hat auch damals diese Leute, die versucht haben, Windkraft mit Infraschall und so weiter halt irgendwie zu desavouieren, hat er bankt und so. Also interessante Person, wichtiger Teilnehmer im ganzen Klimadiskurs und auch jemand, der natürlich auch dieses, wie behandeln wir das im Diskursraum, wie sind die Akteure, was haben die vor, was passiert denn da gerade und so weiter, sehr gut machen kann und ist halt eben auch ein Wissenschaftler, der das Ganze halt irgendwie auch nochmal mit einem anderen Blick betrachtet. Der kommt am 4.4. Wir freuen uns sehr, das wird bestimmt eine spannende Geschichte. Genau und nicht vergessen, morgen Sondersendung 20:45, also morgen 20 Uhr. Machen wir 20 Uhr? Ja, oder? Ja, wir hätten auch ein bisschen früher anfangen können, aber von mir aus 20 Uhr ist jetzt raus. Ah, okay, dann 20 Uhr. Wir schauen gemeinsam nochmal in die Highlights von Claudia Kempfert, Interview bei Junge Naiv und gucken uns nochmal die Sachen ein bisschen detaillierter an. Das heißt, kommt gerne morgen Abend zur gleichen Zeit vorbei. Und ja, an der Stelle super herzlichen Dank auch, dass du bis zum Schluss durchgehalten hast und mit dabei warst und mitdiskutiert hast. Vielen lieben Dank, Konstantin Flemig. Und ja, jederzeit auch gerne wiederkommend. Und ja, vielen Dank auch, dass du durchgehalten hast und vielen Dank für die schöne und spannende Diskussion. War toll, deinen Blick darauf zu sehen und eben all das Tolle, was du da machst, war wirklich klasse. Sehr gerne. Dankeschön, dass ich da sein durfte. Danke an die ganzen User und Zuschauer, die durchgehalten haben, Fragen gestellt haben. Und ja, gerne bis zum nächsten Mal. Super. Dann kommt gut in die Nacht und euch alles Gute und auf bald. Macht's gut. Ciao. Ciao.